aus meinem Leben 1968, wie Jonas einfach von der Autobahn querfeldein zu einem roten Bauern fährt, atemlos dessen Lebensgeschichte hört und einen Kommunisten kennenlernt, den er hemmungslos bewundert. Bundestagswahlkampf 1969. Wolfgang Abendroth, Renate Riemek und andere freigeistige Linke haben sich mit der altbackenen DFU und der neu gegründeten DKP zur Aktion Demokratischer Fortschritt zusammengeschlossen, um ein linkes Gegengewicht zur in der Großen Koalition eingebundenen und, wie wir fanden, korrumpierten SPD zu setzen. Jonas, Wolfi und Tom, die drei, die den Kern der Kommune in Schwabach bilden, machen Wahlkampf für die linke Wahlalternative, reden auf ihren Versammlungen über Vietnam, Notstandsgesetze, Demokratisierung, Nazis in der Verwaltung, fordern den demokratischen Fortschritt, Mitbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen, den Kampf gegen die Monopole, eine Außenpolitik der internationalen Solidarität. Aber auf den fränkischen Dörfern werden sie immer öfters nach der Agrarpolitik gefragt. Da haben die Gymnasiasten null Ahnung. Aber sie haben von Richard Scheringer gehört. Bauer, Kommunist, Schriftsteller, ehemaliger Leutnant und Agrarspezialist. So beschließen sie, zu ihm auf den nur 100 Kilometer südlich gelegenen Dürrenhof in der Nähe von Ingolstadt zu fahren und ihn kennenzulernen. Ja, wie Rübezahl schaut er aus, wie Rübezahl. Auch sein Filzhut macht ihn dazu, sein zotteliger, langer Spitzbart, seine vielen Falten, die von Kraft zeugen, von Gelebtem, von Luft und Acker und Fleiß und Anstrengung. Und nicht verbraucht sein. Ach, Richard. Als wir dich das erste Mal besuchten, mit unserem für 300 Mark frisch erworbenen Fiat Cinquecento Kombi auf dem Dürrenhof, als wir illegal von der Autobahn Raststätte einfach über die Felder querfeldein fuhren, wir vier Kommunarden in unserem Gymnasiasten-Jeep zu dir, dem roten Löwen von Kösching, da stimmte alles. In Lederhosen begrüßt uns der dürre, mittelgroße Mann, nur noch wenige Haare auf dem kurzgeschorenen Schädel, schon 65 Jahre alt. Gibt jedem die Hand mit einem festen, bäuerlich kräftigen Druck und strahlt jedem von uns in die erwartungsfrohen Augen. Ja, du heißt uns ehrlich willkommen, die linken Hippies aus der mittelfränkischen Kleinstadt. Alles überzeugt uns von dir. Wir, die wir am Vorabend haschisch rauchten, die Lambrusco-Flaschen geleert, gesungen und gevögelt hatten. Naja, Tom und Wolf, ich war wieder leer ausgegangen. Die wir Pink Floyd als unsere Hymne zur Revolution gehört und gesungen hatten. Wir fühlten uns von dir, nur von dir verstanden. Ein Kommunist. Aber einer, der lachte, wenn man von Haschisch erzählte. Einer, der nicht alles durch seine Parteibrille bewertete, der Lust und Identität verspüren ließ, wenn es um Veränderung ging. Einer, der Mut hatte, der zu sich stand. Staunend hörten wir auf der steinernen Eckbank in der großen Bauernküche deine Geschichte. Wie du dich nach dem Ersten Weltkrieg mutig gegen die französischen Besatzer stelltest, und wir dachten an den Widerstand des Vietcong gegen die Amerikaner, wie du vor dem französischen Kriegsgericht zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurdest und dich den scheinbar revolutionären Strömungen in der Reichswehr angeschlossen hattest, die nationale Revolution suchtest, wie du Goebbels und Hitler zum Gespräch trafst und unmittelbar danach enttäuscht die Seiten wechseltest, zu den wirklichen Revolutionären, den Kommunisten, überliefst. Ach, welch ein Leben, welch ein Mut, welch eine Kraft. Und zwischendurch immer wieder Bauer auf dem Dürrenhof, liebst die Natur, Gegenpol zur Verstädterung, experimentierst mit Genossenschaftsmodellen im tiefschwarzen Bayern
und holst dir Kraft immer wieder aus Mutter Erde. Unser Richard, ja, ein Idol. Nach dem Zweiten Krieg, als Vertreter der KPD in der Bayerischen Verfassungsgebenden Versammlung und sorgtest für progressive Elemente in dieser exotischsten aller Nachkriegsländerverfassungen, für Volksbegehren, für Selbstständigkeit der Kommunen. Ach, Richard, Bauer, roter Leutnant, Rebell und nun Verfassungsreformer. Unter Adenauer natürlich wieder im Gefängnis, wieder frei, im Untergrund gekämpft, für die Zulassung der KP eingesetzt. Und referierst uns in die gierigen Kugelschreiber zum Mitschreiben lange Fakten über die Konzerne Nestle und Oetker, die den Bauern die immer niedrigeren Abnahmepreise diktieren, den Wahnsinn, dass jeder Hof seinen eigenen Mähdrescher anschafft, zum Wohle der Banken, weil alles auf Pump läuft, und preist Genossenschaften. Ja, was wir wollen beim Wohnen, auch beim Landbau. Gemeinsam arbeiten, leben und lieben und teilen. Um dich herum das Treiben deiner 11 Kinder, die alle auf dem Dürrenhof leben, ein revolutionäres Idyll, so scheint uns, so prall wie die Weizenähren auf deinen Feldern. Und weichst unsere Angst auf vor den spießigen DDR-Kommunisten und machst deine Witze über die sächsischen Piefkes, aber verteidigst die Unterstützungszahlungen der sozialistischen Länder an die, wie wir damals sagten, antiimperialistischen Befreiungsbewegungen. Hörst uns zu, nein, bekräftigst alles von uns, kritisierst uns nie, nimmst alles an dein rotes Herz, das so groß ist wie der Busen deiner Frau Marianne, die kocht und sorgt für die hungrige, rote und so unbayerische Meute. So kann es gehen, fühlen wir auf der Rückfahrt. Mit dem Mini Fiat, der uns mit Zukunftsvisionen randvoll getankte Jungrevolutionäre kaum fassen kann, über die Felder, Laderaum hinten auf, Füße rausbaumeln lassen. Jeder darf mal fahren, auch ich, ohne Führerschein und Scholzi, noch immer im Haschischrauch, Rausch wie eigentlich immer, wenn nicht gerade hinter der Gitarre oder dem Klavier oder komponierend. Ach, Scholzi, deine Musik und Richards Leben, das war diese munter machende Sommerluft im Mai 1969. 5 Wochen später beantrage ich den Eintritt in die Deutsche Kommunistische Partei. 10 Jahre später, nun als Mitglied des Bezirkssekretariats der DKP in Südbayern, wirst du, Richard, mein Strohhalm sein, an den ich mich festhalte im Sekretariat der Betonköpfe. Werde ich während der unerträglichen Sitzungen minutenlang Antwort suchen in deinem Rübezahlgesicht auf die Frage, warum sitz ich hier bloß?